Das ist Michael. Michael hat Parkinson. Durch die Erkrankung ist sein Bewegungsapparat eingeschränkt. Dadurch ist das Gleichgewicht, das Gehen und seine allgemeine körperliche Fitness stark beeinträchtigt. Physiotherapie kann da helfen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil in der Behandlung von Parkinson. Durch eine gezielte Therapie kann das Bewegungsniveau angehoben werden. Viele Symptome und Einschränkungen können so bei Michael positiv beeinflusst werden. Physiotherapie hilft, das eigene Selbstvertrauen zu stärken und seinen Körper besser einschätzen zu können. Michaels Unsicherheiten werden so reduziert. Zusätzlich zu den aktiven Maßnahmen und Dehnübungen können ergänzend verspannte Muskeln mit Hilfe der Therapeutin gelockert und so einer Versteifung der Gelenke vorgebeugt werden. Michael kann in Einzel- oder Gruppentherapien seine körperliche Fitness steigern, um den Verlauf der Erkrankung zu verlangsamen. Viele Übungen können auch im Alltag fortgeführt werden. Wichtig ist, selber mit Spaß und Freude aktiv zu werden und zu bleiben. Egal ob alleine oder in der Gruppe. Durch regelmäßiges Training kann Michael seine Parkinson-Symptome für lange Zeit positiv beeinflussen. Mithilfe der Physiotherapie kann er auch weiterhin aktiv am Leben teilnehmen.